Was ist der Facebook-Pixel? Wie funktioniert das Ganze und warum ist das Ganze auch für dich extrem sinnvoll? Das werden wir heute klären. Viel Spaß dabei und bis gleich. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute wieder unseren Marketing-Experten hier aus dem Hause mitgebracht, den Sahad Shamo. Wir werden heute über ein spannendes Thema sprechen, was wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, aber keiner wahrscheinlich so richtig verstanden hat. Und zwar geht es um den Facebook-Pixel. Was das Ganze ist, wie es funktioniert, wie du das Ganze zu Nutzen machen kannst, das werden wir heute besprechen. Und da gebe ich das Wort direkt ab an meinen Kollegen. Ja, fangen wir vielleicht erstmal ganz vorne an. Was ist der Facebook-Pixel? Also ein Pixel sagt jedem vielleicht schon mal was. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist wie beim Fernseher, der eine Pixel. Und genau das ist letztendlich der Pixel, der irgendwo angeheftet wird, online, digital. Das ist dein digitaler Schuhabdruck, den du hinterlässt und der für dich letztendlich Daten sammelt. Letztendlich wissen wir, im Bereich der Werbung ist mit das Wichtigste, dass du Daten irgendwie von deiner Zielgruppe gewinnst. Ja, wie definierst du die Zielgruppe und wer klickt besonders oft deine Anzeigen? Wen willst du vielleicht auch nicht erreichen? Und das alles, also dafür ist der Pixel letztendlich da. Das heißt, wir sprechen jetzt in diesem Video aber vor allem über den Facebook-Pixel. Es gibt aber auch einen Google-Pixel, es gibt einen Pinterest-Pixel. Also letztendlich, du siehst, jede Social-Media-Plattform, jetzt auch TikTok, hat einen Pixel. Und der Pixel wird meistens in eine Seite, die du hast, eine Landingpage oder in eine Kampagne, die du hast, eingebaut. Und der sammelt für dich Daten. Warum ist es hilfreich, lange oder oft mit demselben Pixel zu arbeiten und nicht zu viele Pixel einzusetzen? Letztendlich ist es so, dass du gerade am Anfang, wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Kampagne startest, der Pixel relativ frisch ist und der keine Daten hat. So, jetzt ist es ratsam, lange auf denselben Pixel zu bauen, weil er letztendlich immer mehr Daten sammelt. Immer wenn du einen neuen Pixel erstellst, fängst das ganze Spiel nochmal von vorne an. Ja? Letztendlich muss man halt darauf achten, dass der Pixel auch nicht beschädigt wird, ja? Dass er keine falschen Daten sammelt, dass du mit ihm keinen Unfug machst. Man kann ja auch, also der Pixel ist Pflicht, also man muss ihn zum Beispiel bei Facebook einsetzen und du kannst auch dafür gesperrt werden. Ja? Wenn du zu viele Verstöße hast bei Facebook zum Beispiel, dann kann dein Pixel gesperrt werden. Dann darfst du mit diesem Pixel keine Werbung machen. Was natürlich für dich ja mit das Schlimmste ist, weil deine ganzen Daten, die du vielleicht über Jahre aufgesammelt hast, auf einmal weg sind. Auch im Bereich des Retargeting, also wenn du die Leute erreichen willst, die du vielleicht schon mal erreicht hast, die deine Werbung schon mal angeklickt haben, genau dafür ist letztendlich der Pixel auch geboren, weil einmal jemanden erreichen schaffst du ja immer wieder. Aber die Leute genau wieder zu erreichen, das schaffst du nur mit dem Facebook-Pixel. Dafür ist er da. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Du merkst schon, relativ technisch und vielleicht auch ein bisschen mysteriös. Ist aber auch wirklich heikel. Also ich meine, der Pixel, wie mein Kollege auch schon sagte, ist halt letzten Endes ein Datensammelpunkt. Und du kannst dadurch, wo du ihn verwendest, bestimmen, was für Daten du sammelst. Ganz logisch, eigentlich nachvollziehbar erstmal. Du hast aber auch da halt einfach eine Gefahr, dass du diesen Pixel in Anführungsstrichen beschmutzt. So, und wie mein Kollege auch schon sagte, kann es halt auch mal in eine falsche Richtung gehen, wo du diesen Pixel nicht mehr rausbekommst. So, also, ne, ist ja klar, wenn dieser Pixel falsche Daten sammelt, weil du nicht weißt, was du da tust bei der Kampagnenerstellung, dann zahlst du quasi Geld für eine Datenquelle ein, die dir am Ende nichts bringt oder sogar schadet. Also wenn du wissen möchtest, wie du dieses mächtige Tool, und es kann wirklich extrem mächtig sein, für dich nutzen kannst, dann melde dich auf jeden Fall bei uns, melde dich definitiv bei uns, weil wie gesagt, wenn da was schief geht, dann wäre es sehr schade. Mhm. Und dann können wir das Ganze mal mit dir besprechen. Ansonsten würde ich sagen, abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, ihr guckt dir alle weiteren Videos an. Ja, aktiviere die Glocke, dann verpasst du nichts mehr von uns und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.